Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Stable. Wir befinden uns hier wieder in der Shopping Mall. Wir müssen ja noch mit dem Update weitermachen, da sind wir ja noch nicht ganz durch. So, und natürlich wieder Grüße hier zu Anfang der Folge. Und zwar gehen die heute an Miyuki, an Lotte Maus, Kaylee Applehaven und dann auch an Aloma West, Paidi, außerdem Alessandra Mausfall, Dextra Catweb und Stella Opal Polos grüßt. Das war's jetzt aber auch schon für heute, weil das waren jetzt quasi 7 auf einen Streich und ich grüße ja normalerweise immer nur 5. Ich werde das auch in Zukunft so machen, dass ich jetzt das nicht alles vorlesen werde, wenn einer jetzt, was weiß ich, 20 Personen grüßt oder sowas, dann komme ich auf selber raus, wie wenn ich 20 Personen grüßen würde. Also da werde ich bei den 5 Personen bleiben. So, und jetzt reden wir mal mit Lagoon. Warum kann ich nicht mehr... Aha, jetzt kann ich wieder laufen. Ha, die Modepolizei hat wohl geglaubt, sie können dich schicken, um mich, Lagoon, zu fassen. Eine so stillose Person wie du, glaubst du wirklich, dass du den angesagtesten Schurken der Modewelt stoppen kannst? Das kostet mich ein müdes Lächeln. Na gut, meine Liebe, wenn du mich, Lagoon, fangen willst, musst du mich erst einmal erwischen. Okay. Hinterher! Rennt er jetzt ernsthaft weg? Ich frage mich gerade, ob wir den irgendwie fangen können. Ist der dämlich? Jetzt bleibt er hier doch nicht stehen. Ach, Manno. Oh, diese Rolltreppe. Ich will laufen können auf der Rolltreppe. Man kann auch im echten Leben auf der Rolltreppe auch laufen. Warum denn nicht hier? Okay, da hinten steht er bei der Modepolizei. Jetzt könnten die ihn eigentlich fassen, aber das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Er wird weiterrennen. Ja. Und die machen einfach nichts. Die stehen da und gucken zu. Hier, Inspektor Gauthier. Machst einen schlechten Job. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Gute jetzt hin ist. Ah, da steht er. Tja, jetzt kannst du nicht mehr weg hier. Du hast mich, Lagoon, erwischt. Ich bin beeindruckt. Tja. So, da stehen wir. Ein stilbewusstes Mode-Orakel und eine kümmerliche Person, die so last season ist, dass es wehtut. Ich, Lagoon. Und wer auch immer du sein magst, wer bist du eigentlich? Dina, ein so unglaublich untrenniger Name, passt perfekt zu dir. Ey! Nun musst du mich entschuldigen, ich muss noch mehr Kollektionen stehlen. Das hier war ein kleiner Rückschlag, aber glaube ja nicht, dass du mich, Lagoon, von meinem großen Plan, der die ganze Modewelt erschaudern lassen wird, abbringen kannst. Warte nur, bis ich Phase 2 des Planes eingeleitet habe. Die Modewelt wird vor Angst erstarren. Vor mir, Lagoon. Auf Wiedersehen, Dina. Auf Wiedersehen. Okay. Er hat sich wegteleportiert. Und das hier, sind das jetzt die Muster von unserer, wie hieß sie, Franziska Iron Saddle? Ich glaube, Franziska hieß sie. Zu der wollen wir jetzt auf jeden Fall wieder. Oder müssen wir vielleicht zu Kommissar Lacroix? Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, wir müssen wieder zu Franziska Iron Saddle zurück. Nee, zu Kommissar Lacroix. Konntest du Lagoon schnappen? Er ist geflohen, aber hat eine mysteriöse Kiste fallen gelassen, sagst du? Mal sehen. Lass mich sie aufmachen. Aha, meine Uniform und Franziskas Skizzen. Fantastisch. Also das ist schon wirklich eigentlich eine ganz stylische Uniform, aber die Krawatte passt nicht, finde ich. Ach, endlich bekomme ich meine Uniform zurück. Danke für all deine Hilfe, Dina. Hiermit werde ich allerdings deine Einträge bezüglich Verstoßes gegen die Mode... Dann werde ich alle deine Einträge bezüglich Verstoßes gegen die Modegesetze streichen. Vollständige Amnestie, das heißt Amnesie.
Das machen wir nicht oft, das kann ich dir versprechen. Aber ich bitte dich, mixe nicht einfach Farben und Muster, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Du meinst es vielleicht nicht so, aber es ist trotzdem ein Verbrechen. Bring die Skizzen zu Franziska Ironsaddle. Sie wird dir sicher für deine Hilfe danken. Wir sehen uns. Oh, wir bekommen was zum Anziehen. Bitte das Kleid, bitte das Kleid, bitte das Kleid. Oh, meine Skizzen. Unglaublich, ich bin sprachlos. Du hast meine Kollektion gerettet. Wie heißt du eigentlich? Dina. Ein adretter Name, gerade sehr im Trend. Lass mich dir danken, Dina. Das ist ein exklusives Stück, das ich dir geben möchte. Lass dich davon inspirieren und dich zu neuen Höhen in puncto Stil und Eleganz verleiten. Trage es mit Würde. Auf Wiedersehen, Dina. So, was haben wir hier jetzt bekommen? Oh. Franziskas Schulkleid. Freiheit, Gleichheit und Eleganz. Wie war das? Legalité, Egalité. Ja, gut. Eleganz passt da eigentlich nicht rein. Da gehört eigentlich was anderes hin, was ich schwierig zusammenbekomme. Französische Revolution war nicht unbedingt meins. Die Grundpfeile einer funktionierenden Gesellschaft. Franziska Ironsaddle. Naja, gut. Reit plus 4, Springen plus 1, Befehl plus 3 bringt 390 Schillinge. Für das Level nicht wirklich die besten Werte, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Es sieht soweit ganz schick aus. Aber ich hätte mich ja über das hier gefreut. Das hier, das finde ich so schön. Naja, okay. Yay, wir können auf den Laufsteg. Können wir? Können wir. Kann man das ja auch irgendwie steuern, dass man nicht irgendwann anfängt zu rennen? Es sei denn, man tippt das nur immer an. Naja, wie auch immer. Ach, das ist doch eigentlich ein schönes Schlussbild, wenn wir hier so am Laufsteg stehen. Ich werde mal noch schauen, dass ich auch die Modenschau hier mal noch für euch einfangen kann. Ich habe bislang noch nicht das Glück gehabt, dass ich hier war, wenn gerade die Modenschau lief. Soweit aber hier erstmal von den Quests. Ich werde euch jetzt, wie gesagt, noch schauen, dass ich die Modenschau euch zeigen kann. Und natürlich auch noch einen Blick auf die neue Frühlingsmode werfen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also es kommt auf jeden Fall noch was zu diesem Update. Ihr dürft euch also auf morgen freuen. Also ihr Lieben, bis dahin und danke, dass ihr dabei wart, als wir Legoon das Handwerk gelegt haben und die Modewelt vor seinem teuflischen Plan bewahrt haben. Also, bis dann ihr Lieben. Tschüss.